8.50 Uhr, 10 vor 9. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Gleich haben wir Sensationsthemen, was die Gesundheit betrifft. Wir haben für Männer die folgende Information. Ein Kneipenbesuch bringt mehr für die Gesundheit als Joggen oder Fitnessstudio. Das ist schon mal genial, sprechen wir gleich drüber. Und für Frauen noch ganz wichtig, das große Thema Frauen und öffentliche Toiletten. Das ist immer ein großes Drama, was Sie dazu im Jahr 2017 wissen müssen. Da gibt es neue Erkenntnisse, auch gleich dazu mehr. Jetzt kommen wir aber erstmal zu den Vorsätzen vom Jahr 2017. Tag Nummer 3 ist angebrochen. Was haben wir uns nicht alles vorgenommen? Weniger Essen, mehr Sport und 13% von aufhören mit dem Rauchen. Charlotte Kalender, guten Morgen. Guten Morgen. Ich wünsche dir ein gesundes neues Jahr. Das wünsche ich dir auch. Danke. Das passt ja zu unserem Gesundheitsaspekt. Ja, ich freue mich sehr. So, Rauchen ist ein ganz großes Thema. Ja, abnehmen und rauchen. Ich habe auf meiner Seite auch mal nachgefragt, auf meiner Facebook-Seite. Und abnehmen und rauchen wollen sie alle. Also nicht mehr rauchen, meine ich natürlich. Das wollen sie alle. Und das Rauchen ist natürlich auch wirklich für die Gesundheit ein großer Gewinn, wenn man das nicht mehr macht. Jetzt heißt deine Rubrik sinnvollerweise Gesünder mit Kalender. Ja. Wie werden wir denn gesünder? Wie hören wir auf mit Rauchen? Ja, ich habe insbesondere 3 Apps nämlich zu empfehlen, die tatsächlich gut sind, getesteterweise. Und das eine ist die Quit Now App. Okay. Ja, können wir vielleicht mal... Genau, hier sehen wir so Kippen. Schachtel weg, genau, Schachtel weg. Also die Quit Now App, die hat sehr viel Statistiken. Ja, wie viele Tage ohne Zigaretten, wie viel nicht gerauchte Zigaretten, wie viel gespartes Geld, wie viel mehr Lebenszeit bekomme ich dadurch. Und das ist natürlich total motivierend. Man muss nicht immer alles technisch oder digital irgendwie überwachen, aber das ist toll. Und das Beste daran ist, weil, was du nicht weißt, aber ich, weil ich ja auch geraucht habe, bis ich 30 war, dann habe ich brav aufgehört, wie vorgenommen. Und seitdem lebe ich viel, viel besser. Man denkt am Anfang nur an Rauchen. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Man muss mit allen über Rauchen reden. Und die nicht rauchenden Freunde, die sind ja irgendwann so genervt, dass sie einen quasi vor die Tür setzen. Und mit dieser Community, die es in dieser App gibt, kann man ganz hervorragend den ganzen Tag über das Rauchen reden und sich dadurch auch ablenken und zusammen dann durchhalten. Schnell Wettbewerb. Ja, wir haben noch 2 andere Apps, die wir schnell vorstellen wollen. Wir gucken uns jetzt erstmal ganz kurz die App ohne Kippe an. Ja, ohne Kippe. Doch dieser Nebel, der mich ständig umgibt, du willst mehr von mir. Was ist daran besonders an dieser App? Ohne Kippe, das ist ein Song. Und dann ist es ein Spiel, denn das Stichwort ist Daddeln statt Dampfen, haben die sich ausgedacht. Und was dahinter steckt, ist natürlich einfach nur, dass man sich ablenken soll. Und das ist echt total wichtig. Und deswegen, jedes Mal, wenn man so einen Jeeper hat oder irgendwie so einen Schmachter, wie man ja so schön sagt, dann schmeißt man das ab. Und dieser Song programmiert irgendwann, konditioniert es das Gehirn um, sodass man nicht mehr ans Rauchen denkt, sondern ans Spielen. Man muss natürlich sagen, wir ersetzen eine Sucht mit der nächsten. Also man soll jetzt nicht rauchen, aber daddeln. Aber das geht in diesem Fall nicht auf die Lunge. Eine App haben wir noch ganz schnell. Stopp Tabak, wir haben so viele Themen. Stopp Tabak haben wir noch. Ja, genau. Stopp Tabak ist auch eine App, die insbesondere ganz viele Anti-Rückfall-Tipps bietet. Weil das ist ja insbesondere wichtig, dass man einen Bleistift in der Hand halten. Das lenkt halt auch das Gehirn von diesen Gedanken ab ans Rauchen. Und zum Beispiel Kaugummi kauen, das ist total toll, wenn man so ein Tütchen mit so Kaubaum, also zuckerfrei natürlich, weil sonst nimmt man wieder zu, hat man wieder das nächste Problem. Aber zuckerfreie Kaugummis oder Bonbons oder Karotten. Ich hatte immer eine Tüte Karotten, habe ich schon erzählt, und habe dann immer mir einfach so ein Karottchen. Da muss man natürlich Rohkost, kann auch wieder auf den Magen schlagen. Also muss man irgendwas ist immer. Aber das ist wirklich gut. Denn die Gewohnheit ist ja das Problem. Ja? Wenn man um die weiß, ja? Dass das einfach eine Weile dauert, bis man sich umprogrammiert hat. Zum Beispiel, kurzes Beispiel nur, ich habe meinen Mülleimer jetzt von der einen Ecke in die andere gestellt. Ich renne immer noch in die andere Ecke, wo der ursprünglich stand. Ja? Das heißt, 3 bis 6 Wochen durchhalten, dann hat das Gehirn sich sozusagen umprogrammiert und dann wird es immer leichter. Also wer 6 Wochen geschafft hat, der bleibt dann auch nicht Raucher.